Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Bird of Play. Ich bin der Lutz. Es sind jetzt ein paar Minuten später nach meiner zweiten Aufnahme. Fenster ist immer noch offen. ja, ich habe euch jetzt mal ein bisschen erspart, mir hier beim Bauen zuzugucken. Mein Plan ist allerdings nicht ganz aufgegangen. Ich habe jetzt nicht ganz die Flotte, die ich haben wollte. Aber das soll jetzt nicht so wichtig sein. Ich dachte, wir machen jetzt noch ein bisschen Action. Ja, der letzte Part war ja jetzt nicht sehr actionreich, außer der kurze Kampf gegen die Nausikaner da vorhin. Und ja, ich habe jetzt fast Hülle. Sehr schön. Dann würde ich sagen, während ich jetzt hier ein Wort. Naja, egal. Kriegen wir gleich. Jetzt fehlen nur noch 3 K-Forts. Ja, das ist nämlich das Problem. Oh, ich hätte nur 2 K-Forts. Ne, doch 3. Meine Flotte hat jetzt nur 10 Kvecs, 3 K-Forts und einen D3. Karelli-Klasse oder wie die heißen. Ja, ist nicht ganz so groß, wie ich sie haben wollte. Aber ich denke, sie wird groß genug sein, um mir jetzt erstmal Neptun zu holen. Weil mir ist aufgefallen, es geht so verdammt schleppend. Es geht wirklich verdammt, verdammt, verdammt schleppend. Und ja, das möchte ich jetzt erstmal unterbinden. Indem wir jetzt erstmal schnell nach Neptun reisen und uns den Neptun unter den Nagel reißen. Und dann machen wir erstmal Imperiumsverteidigung, würde ich sagen. Nebenbei erforschen wir weitere Ressourcen, also im Sinne von Waffenerweiterungen, Schilderweiterungen. Und dann erweitern wir die Flotte, denke ich mal. So, jetzt haben wir erstmal hier volles Tritanium, sehr schön. Reicht das? Nee, fuck. Fuck, Bums. Ich will nur noch schnell ein paar Gulags erforschen. Das klingt richtig mies. Ich brauch Gulags. Ich hab so ein paar Leute, geh mir auf den Sack. Vor allem diese Drogendealer, die ganze Zeit Meth haben wollen. Ab ins Gulag mit denen. Klingt wirklich nicht sehr schön. So, ist. Ja, fast. Jetzt. Nee, immer noch nicht. So, 1100. Oh Mann. So aufregend, wie Gras beim Wachsen zuzusehen. Gut, jetzt haben wir davon die Hälfte auch erforscht. Hübsch, hübsch. Jetzt haben wir also, mal gucken, wir haben 4 Capitate-Schiffe, wir haben die Karelli-Klasse, den D3, wir haben noch 3 Bereits, 4 Bereits, ein Reparaturschiff, 3 Ketingas, 3 K-Forts, 10 Kvecs und ja, das sollte jetzt erst einmal reichen. Gucken wir mal, was wir damit anrichten können. Ich schätze nicht viel, aber genug. Ne? So, davon haben wir jetzt 3. Wie viel kriegen wir jetzt eigentlich Tritanium? 8,3. Ohoho. Oh, Tritanium brauche ich jetzt erstmal keine Probleme mehr, glaube ich. Brauche ich erstmal nicht mehr. Ja, trotzdem. Föderation ist hier. Pustet das da mal weg. Pustet das mal weg. Das nervt. Das ist zwar ein armes, wehrloses Kolonieschiff, aber das kann ich nicht zulassen hier. Sollte ich da glatt auch mal noch ein Kolonieschiff abstellen, ne? Weil das ist nicht gerade nett von meiner Haustür, mir einfach so mein Tritanium zu nehmen. Gibt's ja aber nicht. So, 4 haben wir jetzt hier. Sehr schön. Bleib da mal stehen, Jungs. Ich glaube, ich werde da mal schnellstmöglich ein Kolonieschiff hinbringen. Das gefällt mir da nicht. Nee, nee. Gut. Empire Defenders. Ich habe noch gar nicht meinen Geschützturm erforscht. Naja, werden wir gleich machen. So.
Irgendwie will ich doch nicht so richtig Neptun erforschen, erobern, wenn ich ehrlich bin. Das ist, die Flotte kommt mir noch so klein vor. Ich weiß nicht. Irgendwas sagt mir, dass das jetzt schon ein Fehler wäre, jetzt schon loszudüsen. Wir haben ja auch noch nicht. Oh. Warte mal, wir haben jetzt. Ja, Ressourcen haben wir jetzt alles. Holen wir uns doch nochmal schnell den hier. Den da einmal. Einfach bloß, damit wir schneller Schiffe bauen können. Waffen-Upgrade wäre jetzt vielleicht noch was, was ich machen möchte. Weil wir haben jetzt Capital-Schiffe, die haben Beams an Bord, nicht nur mehr Kanonen. Jetzt ein Beam-Upgrade, sehr schön. Sind einfach bloß ein paar Sachen, die mir jetzt gerade so zu Ohren kommen. Weißt du, was wir jetzt machen? Fliegen jetzt mal hoch. Gucken einfach mal bei der Föderation, ob da nicht zufällig was zu holen ist, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass das lustig wird. Grüßen wir die mal ganz freundlich. Sagen ihnen, dass sie doof aussehen. Und dass wir ganz gerne da oben die Asteroiden haben wollen. Warum? Weil wir es können. So, das da. So, jetzt haben wir Waffen auf Level 1. Also, alle bis auf Torpedos. Das nenne ich jetzt einfach mal Level 1. Ja, wir haben jetzt hier die erste Forschung einmal vollkommen abgeschlossen. Das meine ich damit. Boop. Dann möchte ich ganz gerne meine Disruptoren gleich noch ein bisschen mehr aufrüsten. Das ist gerade nämlich das, was mir so durch den Kopf geht. Das ist. Ja, wir haben nicht so viele Schiffe und. Gucken, ist da schon die Föderation? Oh, fuck. Okay. Leute, fliegt zum Neptun. Die Föderation hat ja hier schon ihre Legions rausgeschickt. Okay. Das ist nicht gut. Dann holen wir uns mal noch. Lithium, nicht Tritanium. Und vor allen Dingen möchte ich dann auch langsam anfangen, ein paar Handelsaußenposten aufzubauen und sowas, ne? So, du holst dir da ganz in Ruhe erstmal das Tritanium, auch wenn wir davon genug haben, aber man hat niemals genug Ressourcen, vor allen Dingen nicht hier gerade jetzt. Ja, ihr forscht jetzt hier erstmal, das ist gut. Dann holen wir dich und dann holen wir dich. Oder nicht? Ich hätte schon ganz gerne meine Stammbasis. Vor allen Dingen dann hier. Ja, Körn, was auch immer du dir wünschst. So. Wie habe ich eigentlich. Oh ja, ich habe die Station nochmal clever hingebaut. Yay. Soll ja auch mal vorkommen, dass ich mal was Cleveres mache. Huch. Ah ja, ein Großteil meiner Flotte ist da sogar noch. Ah. Guck mal, wer da war. Das Dominion war da. Beziehungsweise Cardiff, wir wissen ja noch gar nicht, ob es Dominion ist. Hutek. Das Overhaul holen wir uns gleich. Ich glaube, die Kanonen, die hatte ich gar nicht geupgradet, ne? Damage Control. Das mache ich jetzt mal vorsichtshalber. Oh. Achso, nee, halt. Ich habe mich gewundert, wenn ich hier rauszoome, da unten ist ein lila Punkt. Ich dachte, jetzt ist hier schon eine Dominion-Flotte, aber nee, das sind ja die Asteroiden. Wartet mal ganz kurz. Seid ihr angegriffen worden? Nö. Okay. Erinnerungen kommen in mir hoch und die meisten davon sind schlecht. Jungs, das muss jetzt schnell hier vonstatten gehen. Die Dinger können scheiße Nerven klären. Das ging sehr schnell, Jungs. Ah, ich sollte die nicht immer zu 1 drücken. Da oben. Das werden sie aber bald tun, mein Freund. Also wie gesagt, schnell abräumen die ganzen hier. Alter Finner. Schnell, die sterben.
Also der Tipp, den gewächst, der funktioniert richtig gut jetzt gerade. Alter! Ich kann mich noch dran erinnern. In der letzten Aufnahmesession, beziehungsweise in den ersten 10 Teilen, wie mir hier die Green auf den Sack ging. Hier sterben sie weg ohne Ende. Oh, ist das geil. Ja, gehen jetzt ein paar Schiffe drauf, aber dafür sterben die Green noch schneller weg. Alter. Ist der tot? Der ist tot. Alter, guckt euch das an. Ich bin dem Green gerade total überlegen. Hab ich die? What? Ich hab die ganze Flotte platt gemacht schon. Alter. Willst du mich verarschen, Spiel? Oh, das war awesome. So, mal ein bisschen die Waffen und die Rüstung aufgerüstet. Die Armor. In dem Falle Armor. Ich komme gerade nicht drauf, was Armor übersetzt heißt in dem Falle. Panzerung. Das habe ich, glaube ich, aber eben gerade schon gesagt, ne? Ne, ich glaube, ich habe Rüstung gesagt. Panzerung. Genau. Naja, komm, das werdet ihr jetzt hier auch ganz schnell abreißen, ne? Ja, okay, das hätte schon ein bisschen mehr aus, aber die nervigen Verteidigungsschattets nerven ein bisschen. Ah, weil sie nervig sind. Ich glaube, meine Hoffnung wäre nur noch schlimmer, Alter. Alter, die sind sauer, die Schiffe. Die kleinen Schattets hier. Die haben jetzt den Bereich ganz schön gut ins Kreuzfeuer genommen. Sehr gut, der ist weg. Imperial Defense mir viel gerade ein. Ich habe ja auch noch gar nicht die Reparaturbasis mir geholt. So, entschuldigt mal ganz kurz, Jungs. Und liebe Zuschauer, ich muss mal ganz kurz hier jemanden erforschen. Ich brauche da jetzt einfach eine dicke Basis. Also, was ist denn das? Eine Challenger-Class? Ja, es ist Challenge begun. Es begann. Ich bin nur einfach begann. Gut, warten wir erstmal ein bisschen auf die Ressourcen. Ich will bloß einfach mein Territorium gleich absichern. Weil ich hatte das Gefühl, dass wir ziemlich schnell Besuch kriegen könnten. Momentan sind wir den Gegner auch total unterlegen. Auch wenn wir hier die Neutralos ziemlich gut erledigen, aber die Neutralos können sich ja nicht weiterentwickeln. Ich möchte einfach bloß mein Territorium absichern mit der schönen dicken Basis, ne? Ja, das sieht gut aus. Jungs, ihr macht das ganz toll. Ich aber nicht gerade mit der Kamera hier. Alter. Alter. Perfekt, kein Gras gehen. Herrlich. Ist der Dings fertig gebaut? Ich glaube ja, ne? Ja, da ist er. Ja, fliegt mal da hoch. Achso, halt, das ist Kolonieschiff. Ich war jetzt gerade leicht irritiert, warum da mir ein Schiff angezeigt wird, aber stimmt ja, ich habe ja eben mein Dings abgezogen. Mein Kolonieschiff wegen der. Da kommt schon eine Steamrunner-Klasse. Ich brech ins Essen. Gut, Dominion. Ihr kriegt Freihaus ein Schiff geliefert. Ich hoffe, ihr freut euch. Fuck. Was will dieser Stinkstiefel hier? Gut, Leute, zieht euch erstmal zurück. So eine Scheiße. Jetzt habe ich den Dominion erstmal schön Neptun geliefert. Ah! Weil diese scheiß Föderation mich jetzt besuchen muss, oder was? Naja, kriegen sie gleich aufs Maul. Soll mal recht sein.
So, holen wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen Dilithium hier. We will drive them before us. Wo will die scheiß Steamrunner hin? Oh Mann, die Föderation wird mir bestimmt gleich Verstärkung entgegenbringen. Was? 750 sogar? Oh ja, Tatsache 750. Da hat nur 700 Tritanium Dilithium. Na gut, okay. Lass mich raten, hier ist. Nee, doch keine Dominion-Flotte, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. So. Jetzt sollten wir eigentlich genug Ressourcen haben für den Stamm. Was wusste die scheiß Steamrunner jetzt hin? I am honored to serve. I yearn for battle. Das ist genau das, was ich nicht haben wollte. Es fliegt hier einfach so ein Schiff in meinem Territorium durch die Gegend. Dass meine Basen einfach mal so ein bisschen anknacksen kann. So, du baust da jetzt bitte eine schöne große Sternbasis. Danke. Einfach bloß zur Verteidigung, logischerweise. Und damit, wenn hier ein Schiff unter Warp geht, die gleich wissen, okay, ja, das heißt Business. So, jetzt habe ich aber gerade mal so einen ganz eigenartigen Anfall. Den ganzen Dilithium, nicht Dilithium, sondern den ganzen Tritanium-Basen noch ein Katapult zur Verfügung zu stellen. Einfach bloß, weil ich das gerade irgendwie lustig fand. So. Außerdem, ich glaube, von diesen Turrets konnte ich 12 oder so bauen, ne? Bauen wir jetzt hier 10 sozusagen im Kreis um den Planeten und dann. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Holt's euch, holt's euch, holt's euch. Das Scheißding muss sterben. Ja, ich wusste es. Das Scheißding bombardiert gerade meinen Mein Turret. Bestraft es dafür. Ich glaube, der rast gerade genau in Körn rein. Schnapp dir die Beute, Körn. Oh. Ich glaube, Kevex sind gerade hinter ihm aufgetaucht. Oh ja. Tja, Steamrunner, das hat man davon, wenn man einfach so in mein Territorium fliegt. Sterbt schön. Grüßt Kalis von uns oder Molor, je nachdem, wo ihr hinkommt. So. Dann bauen wir. Das muss ich gerade überlegen. Lasst uns da noch eine hinbauen. Da noch eine. Da noch eine. Station Construction complete. Wir vergessen hier eine hinzubauen. Oh! Es sind doch nur 9. Naja, reicht jetzt aber so erstmal, weil die Basis ist ja dann noch zum Schutz da. Sehr schön. Und dann können wir das System ja auch noch verminen. Das ist ja auch so eine Sache, die man nicht vergessen darf. So, jetzt holen wir uns aber Neptun. Weil jetzt geht es mir besser. Jetzt weiß ich, dass der Planet hier abgesichert ist. Ich habe eine Versicherung für ihn abgeschlossen. Mein Bauch tut schon wieder so weh. Ich glaube, ich habe gerade schon wieder einen schlechten Witz gemacht. Kann das sein? Ich glaube schon. So. Dann rüsten wir den Planeten auch schon mal voll auf. So, jetzt kümmern wir uns wieder um Neptun. Das war auch so eine Sache, die ich das letzte Mal nicht gemacht habe. Ich habe das letzte Mal nicht den Planeten erforscht, dass man zum Beispiel voller planetarer Leben hatte. Und vor allen Dingen nicht, ich habe vor allen Dingen nicht den Planeten als solches erforscht hier für diese Agent, für die alten Artefakte, für die uralten Artefakte. Das war auch so ein Fehler, den ich gemacht habe. Diesmal machen wir den nicht. Ich habe viel dumme Fehler gemacht. Euer Föderation, holt euch da mal das. Ich hole mir mal da den Pluto, ne? So, geht mir jetzt wirklich darum. Vor allem die planetare Forschung. Ich brauche, vielleicht kommt doch der ein oder andere Artefakt raus, was mir dann doch ein bisschen hilft. Und vor allen Dingen,
wenn ich die zivile Infrastruktur erhöhe, dann kriege ich ja auch noch mehr Ressourcen, ne? So. Also ich bin jetzt erstmal beruhigt. Ich denke mal, die Basis ist jetzt zu 82% fertig. Bis hier die Föderation nochmal vorbeikommt, ist die Station fertig aufgebaut. Und dann haben wir jetzt hier auch dann gleich noch die Verteidigung, die fertig ist, fällt mir gerade auf. Ja. Geht doch. Sehr schön. Dann rüsten wir die Planeten noch weiter auf, sozusagen. Erforschen die. Ja, es waren wirklich viele dumme Fehler, die ich da gemacht habe beim letzten Mal. So. Jawohl. Jetzt können meine Capitate-Schiffe mit der Bombardierung beginnen von dem Planeten. Hübsch, hübsch. Ist diesmal auch ein bisschen schneller gehen, seit weil jetzt habe ich 4 statt nur 2 Capitate-Schiffen. So, die anderen. Ah, hier ist bloß noch ein einziger Asteroid bebaut. Ja, da wird sich meine Flotte schon noch drum kümmern. Oh, und hier ist jetzt. Oh ne, das ist bloß Föderationskolonieschiff. Gut. Jetzt geht da der Kampf los. Ich werde eins erobern. Ein Asteroid. Dann wird der Gegner wieder eins erobern. Wieder dieser Endloskampf. Ja, nee, das war klar, dass du das nicht verstehst. Dass man um sowas so ewig lang kämpfen kann. Ne, Klingone ist ein bisschen zu hoch für dich. Ah, da ist die Mine. Mach die mal bitte kaputt, Jungs. Ah, das freut mich. Diesmal bin ich besser vorbereitet. Ja, der Planet hat jetzt volle Hülle. Volle Hülle. Volle Hülle. Genau, weil Planet auch irgendwie eine Armor hat. Eine Rüstung. Klar. Ist gut. Ist gut, Lutz. Ja, du und deine Fantasien, ne? Da kriegt auch so eine Plot-Armor dann der Planet. Gut. Okay, gut. Wir haben also hier rein gar nichts bei den Planeten. Schön. So. Bei dem erforschen wir jetzt nicht noch die zusätzliche Hülle. Einfach bloß aus dem Grund, wenn die bis dahin gekommen sind, dann habe ich eh verloren. Also von daher scheiß drauf. Gut. Außerdem geht es mir auch jetzt hier und dem Planeten erstmal wieder ein bisschen Ressourcen ansparen. Und dann holen wir uns Bluedo. Ja, Waffenforschung sind wir ja soweit eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Können wir uns den noch holen, so. Dauert ja noch ein bisschen, bis Pluto hier plattgebombt ist. Ach, der arme Pluto. Hart gebeutet. Erst sagt man ihm, du bist kein Planet mehr, du bist nur noch ein Zwergplanet. Und dann kommen die Klingonen und bombardieren ihn. Pluto hat ein Scheißleben. Das kann dann vor allem nicht wahr sein. Ich wirklich überhaupt gar kein Artefakt jetzt bekommen. Sehr scheiße. Oh, ist ein L-Planet. Pluto, das ist schön. Breen Privateers. Breen Freibeuter waren. Also hier, ja. Hat man ja gesehen, dass das Breen Freibeuter waren. Ja. Dann. Ja, die Basis ist jetzt auch fertig. Die können wir dann später noch aufrüsten. Ich will jetzt bloß Planetary Research. Achso, nee, nicht die der positiven Art. Wartet mal. Habe ich jetzt bei dem hier überhaupt? Ja, habe ich. Gut. Mal gucken. Ja, jetzt kriegen wir wieder ein paar mehr Ressourcen rein. Obwohl der ultimative Ressourcenplanet erstmal mein Pluto hier ist. Ganz kurz noch was gucken. Wo ist Merkur? Oh ja, Merkur hat auch. Hm. Diese Planeten habe ich dann aber am liebsten. 4, Tritanium 3, Dilithium ist relativ ausgeglichen. Das sind dann die Planeten, die ich eher mag. Hier ist es sehr Dilithium-lastig.
Aber ich brauche ja momentan Dilithium. Ich kriege 9,1 Titanium und nur 4,1 Dilithium. Also ja, deswegen, dann können wir das ausgleichen. Toll. Ich vergaß. Gut. Wo ich mir jetzt auch vorstellen könnte, hier so ein schönes kleines Minenfeld. Oh, das wäre megamäßig nervend für den Gegner. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier aber wirklich erst einmal Schluss. War eine schöne kleine Runde. Wir haben jetzt also gleich Pluto. Da können wir nämlich in der nächsten Runde dann wirklich anfangen, die Flotte ein bisschen aufzurüsten, noch ein paar Ressourcen zu erforschen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Schausen! Thank you.